Ja, herzlich willkommen zu unserem Livestream, dem Livestream der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir möchten heute Abend unsere neue Studie vorstellen. Wem gehört die Stadt? Das ist die mittlerweile vierte Studie im Rahmen unseres Projektes RLS Cities. Wem gehört die Stadt? Und dieses RLS Cities haben wir ja auch bewusst gewählt und es ist bewusst doppeldeutig auch zu verstehen. Einmal eben als Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber eben auch als RLS, rebellisch, links, solidarisch. Und genau in diesem Kontext verstehen wir eben auch diese Arbeit, die wir gemeinsam jetzt seit 1,5 Jahren machen. Heute Abend ist Christoph Trautvetter hier, der zusammen mit uns dieses Projekt durchführt. Er wird die Studie, die heute Morgen erschienen ist und die zum Download bei uns, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch auf der Webseite zum Download bereitsteht, wird die Studie vorstellen. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch eine Webseite, eine neue Webseite, die ebenso wem gehört die Stadt.de gehört. Da ist vielleicht noch interessant, wir haben sowohl das Ö als auch das OE, also beide Seiten. Wem gehört die Stadt? Ist es uns gelungen, dass wir sie reservieren konnten? Das soll eine Informations- und Vernetzungsplattform sein. Und genau das wollen wir heute Abend vorstellen. Nachdem Christoph das vorgestellt hat, haben wir drei Interventionen, politische Interventionen noch. Einmal freue ich mich, dass Daniela Trochowski, die Geschäftsführerin, das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung, heute nochmal die Bedeutung dieses Themas für die RLS, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung näher erläutern wird. In einem zweiten Teil dann Carsten Schatz, der Co-Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus, der auch noch mal ein Stück weit über die Bedeutung dieser Arbeit für die Fraktion und auch natürlich für Berlin was sagen wird. Und dann zuletzt Urs-Peter Heri als Vertreter des INI-Forums Berlin, der aus der Sicht von stadtpolitischen Bewegungen diese ganze Arbeit und warum ist die nützlich, was wer braucht das? Wer kann aktiv damit arbeiten? Das ist der Sinn unseres Ansatzes, damit man auch wirklich eine politische Praxis damit machen kann und dass USB dann nochmal zum Schluss auch in der Richtung das kommentieren wird. Ich übergebe jetzt gleich an Christoph, der jetzt diese Arbeit vorstellen wird. Und wir stellen das nur vor, wir haben diese Intervention. Und alles Weitere, also auch das Interaktive, das Bewusst, das Arbeiten mit sowohl Studie als auch Webseite werden wir in den nächsten Tagen auch nochmal weiter noch veröffentlichen und rumschicken, wie wir vorschlagen, wie jetzt wer damit weiterarbeiten kann. Aber zuerst mal jetzt das Wort an Christoph. Ja, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für die Einleitung und auch für deine Beiträge in der Vorbereitung. Vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die lange, schon sehr lange und auch sehr gute Zusammenarbeit und vor allen Dingen an die vielen Mieterinnen, Aktivisten und auch an meine Assistenten, die dafür gesorgt haben, dass wir bis hierher gekommen sind. Stefan hat es ja schon gesagt, die Studie ist ein Ergebnis von mehr als 2 Jahren Recherche. Und bevor ich sie jetzt mit Daten erschlage, habe ich für Sie diese Recherche, die Ergebnisse in einem Satz tatsächlich zusammengefasst. Und dieser Satz heißt: Fast halb Berlin gehört einigen tausend Multimillionären. Und er ist tatsächlich so grob vereinfachend, wie er hier steht, ganz bewusst gewählt, weil wenn man sich die Presse und so die politische Berichterstattung zu dem Thema anguckt, dann hat man manchmal das Gefühl, es geht bei den Vermietern in der Stadt hauptsächlich um arme, kleine Privatvermieter, denen man keine Art von Regulierung zumuten kann, deren Rente dabei verloren geht, oder die dann kurz vor dem Ruin stehen, wenn man zum Beispiel einen Mietendeckel einführt. Deswegen, wie gesagt, ganz bewusst dieses Bild des Multimillionärs und zu diesem Satz jetzt die Daten einmal in dieser Tortengrafik, die Sie hier sehen. Fast halb Berlin ist einmal vor allen Dingen der rechte Teil dieser Torte. Das ist einmal der orange Teil, da wo es um Privatbesitzer mit großem Immobilienvermögen geht. Da sind tatsächlich eben die Multimillionäre konkret gemeint mit diesem Orangen und auch ganz direkt. Und dieses fast halb ist auch der größte Teil des roten Bereichs. Das sind die börsennotierten Unternehmen
und die Investmentfonds, die in Berlin auch einen im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr großen Teil am Immobilienmarkt tatsächlich einnehmen. Und da geht es natürlich nicht nur um Multimillionäre. Die Deutsche Wohnen hat auch den einen oder anderen Kleinanleger. Genauso gibt es Fonds wie zum Beispiel Wohnen Deutschland, wo tatsächlich auch Kleinanleger investieren können. Aber auch da in diesem roten Bereich gilt das Gleiche. Der Großteil der Anteile der Deutschen Wohnen, der Großteil der Anteile dieser Investmentfonds liegt tatsächlich bei ganz wenigen sehr, sehr reichen und vermögenden Anlegern. Und dann ist dieses fast halb auch noch ein kleiner Teil des gelben Bereichs, den wir besonders schlecht kennen, weil da ist dann irgendwo die Grenze zwischen fünf Häusern, zwischen Multimillionär erreicht. Ja, und die Grenze liegt, wenn man sich das mal so überlegt, jetzt global gesprochen, eben genau bei 1 Million in Deutschland. Wir reden seit der Finanzkrise über die 1% und die 99%. Und die 1% für Berlin, auf Berlin runtergerechnet, sind genau 18.000 Haushalte. Ja, also die wenigen Tausend. Und die haben ein Vermögen von 1 Million oder mehr. Und 1 Million heißt in Berlin mittlerweile bei den derzeitigen Preisen 2 Wohnungen in der Innenstadt. Ja, und wir haben jetzt für unsere Studie die Grenze zwischen Gelb und Orange bei 5 Wohnungen gezogen. Ja, also wer in Berlin tatsächlich aktuell 5 Eigentumswohnungen besitzt, der ist Multimillionär, wenn er sie nicht mit hohen Krediten gekauft hat, was sehr selten der Fall ist. Und wie gesagt, auch darunter gibt es Leute, die vielleicht in Berlin nur 3 Wohnungen besitzen, aber in München, Hamburg und vielleicht auch noch im Ausland noch mehr dazu. Und so kommen wir, wie gesagt, zu diesem Satz fast halb Berlin und zu dem Satz einigen Tausend. Auch der ist, wie gesagt, vereinfachend. Wir wissen nicht genau, wie viele Tausend es sind. Vielleicht sind es 30.000, vielleicht sind es auch 50.000, aber auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Und irgendwo in dieser Größenordnung der reichsten 1%, das wären, wie gesagt, 18.000 Berliner. So, und hier ist das Kleingedruckte zu diesen Zahlen. Sie müssen sich das jetzt nicht im Detail angucken. Das sind quasi die Zahlen, die hinter dieser Studie liegen. Die können Sie sich auch nochmal im Detail in der Studie nachlesen. Da findet sich auch im Anhang Nummer 2 noch sehr, sehr spannende Informationen. Mein Lieblingsteil der Studie ganz am Ende. Aber im Prinzip gibt es in Berlin 2 Millionen Wohnungen. Und diese 2 Millionen Wohnungen, da gibt es 300.000, die gehören den Selbstnutzern. Da kann man tatsächlich, da sprechen wir nicht von Vermietern. Es gibt also knapp 1,7 Millionen Mietwohnungen. Und davon haben wir uns in der Studie bisher 860.000 ungefähr angeguckt. Und wenn Sie sich jetzt mal angucken, wo diese 860.000, die wir schon kennen, herkommen, dann sehen Sie, wir wissen sehr genau, wie viel Wohnungen das Land Berlin besitzt, wie viel die landeseigenen Wohnungsgenossenschaften, Gesellschaften besitzen. Wir wissen auch sehr gut, wie viel Wohnungen die Genossenschaften besitzen. Da gibt es jedes Jahr aktuelle Zahlen und auch in den Finanzberichten der Genossenschaften lässt sich das sehr gut erkennen. Wie gesagt, die 300.000 Selbstnutzer sind ja gar nicht Vermieter, deswegen hier auch gar nicht im Fokus. Und dann geht das Problem los mit dem intransparenten Berliner Immobilienmarkt. Trotz 2 Jahre Recherche, trotz vieler Mieter, die sich gemeldet haben und ihren Vermieter tatsächlich analysieren, jahrelang recherchieren, kennen wir nur 65.000 von den geschätzt 470.000 großen Privatvermietern. Die Studie ist noch nicht am Ende. Wir haben bisher 700 Vermieter analysiert. Wir haben noch 3.000 andere Kandidaten. Und vielleicht finden wir da auch noch ein paar tausend Wohnungen mehr. Aber das ist tatsächlich ein absolut intransparenter Bereich am Immobilienmarkt. Was wir aber mit großer Sicherheit sagen können, ist, dass es diesen Vermietern tatsächlich sehr, sehr gut geht, auch nach dem Mietendeckel, und dass sie ihr Vermögen nicht verdient haben. Und das meine ich gar nicht im Sinne der Neiddebatte, sondern das meine ich tatsächlich als marktwirtschaftliche Analyse. Wenn man sich die Renditen in diesem Bereich mal anguckt, dann sehen wir ganz oben Akelius, die in den letzten, seit 2004 jedes Jahr eine Rendite von 23% im Schnitt mit Immobilieninvestments in den Metropolen dieser Welt erwirtschaftet haben. Ja, und rein marktwirtschaftlich betrachtet ist ja Rendite die Kompensation für Risiko. Und da frage ich mich, welches Risiko ist es denn, bitteschön, in eine Metropole im stabilsten Land Europa, in der stabilsten Gegend, in der stabilsten Stadt der Welt zu investieren, bei einem Preis,
als Akelius nach Berlin gekommen ist vor knapp 10 Jahren, der nicht mal die Gebäudekosten abdeckt. Ja, also da alle Investoren, die 2006, 2007 nach Berlin gekommen sind, haben tatsächlich Preise unter dem Gebäudewert bezahlt und aus meiner Sicht da eben volkswirtschaftlich kein Risiko eingegangen und trotzdem seitdem jedes Jahr 20% Rendite erwirtschaftet. Und das vor allen Dingen, weil sie von den Bodenwertsteigerungen profitiert haben. Also sie hatten einfach das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und profitieren jetzt tatsächlich von diesen Renditen, ohne das, wie gesagt, mit eigener Leistung in irgendeiner Form verdient zu haben. Und besonders schlimm wird es, wenn sie dann auf diese Gewinne nicht mehr Steuern zahlen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum das nicht so ist. Das geht los bei der Steuerverschiebung, Gewinnverschiebung von Berlin in Steueroasen, Luxemburg, Cayman Islands, was vor allen Dingen die großen Investoren sehr gerne machen, bis hin zu der 10-Jahres-Frist, der Spekulationsfrist, die in Deutschland gilt und es Privatbesitzern erlaubt, nach 10 Jahren ihre Immobilie steuerfrei zu verkaufen. Und also wenn sie nur mehr als 10 Jahre warten, quasi fällt auf diese immense Wertsteigerung in Deutschland keine Steuern an. Und wenn sie dann tatsächlich die Immobilie behalten und an ihre Nacherben weitergeben und dann mehr als 300 Wohnungen weitergeben, wird nicht mehr Erbschaftssteuer fällig. Also wie gesagt, Riesenrenditen ohne Leistung und ohne Steuern. Dieser Boom im Berliner Immobilienmarkt, der betrifft natürlich auch die Genossenschaften und die Landeseigenen. Und das ist jetzt tatsächlich ein Auszug aus der Studie. Da gibt's noch diese Grafik in ähnlicher Form dreimal für die Genossenschaften, für die Deutsche Wohnen und die Vonovia und für die Landeseigenen im Vergleich. Keine ganz leicht zu verdauende Grafik, deswegen zeige ich jetzt hier die allerschönste. Für die landeseigenen Wohnungsgesellschaften, für die wir tatsächlich durchlaufend die besten Daten haben. Und Sie sehen hier in der grünen Linie oben, auch die landeseigenen, genauso wie die Genossenschaften, genauso wie die Deutsche Wohnen, haben in den letzten 20 Jahren regelmäßig Mieten erhöht. Und nicht mal unbedingt viel langsamer tatsächlich, sondern in ähnlichem Tempo. Und gleichzeitig hat sich in dieser Zeit haben sich die Kosten für so eine Wohnung, für die Vermietung radikal reduziert, ja, weil die Zinsen von 4% vor 10 Jahren auf mittlerweile 1% gesunken sind. Und das sieht man hier in der roten Kurve. Also sowohl die landeseigenen als auch die Genossenschaften, genauso wie Deutsche Wohnen und Co., haben durch diese sinkenden Zinsen massiv Geld gespart und in der gleichen Zeit trotzdem die Mieten erhöht, was eben genau zu solchen Grafiken führt, dass die Gewinnspanne gestiegen ist. Und der große Unterschied zwischen der GEWOBAG oder der Deutschen Wohnen, zwischen den landeseigenen und den börsennotierten Unternehmen, ist nicht so sehr tatsächlich diese steigende Mietspanne, sondern das, was sie mit diesem Geld machen. Und bei den LWU ist das relativ klar. Sie nutzen dieses Geld, um neu zu bauen und sie nutzen dieses Geld, um Vorkaufsrecht auszuüben und in Immobilien zu investieren. Und dadurch, das ist hier in der Grafik jetzt nicht angezeigt, steigen tatsächlich die Abschreibung und die Kosten tatsächlich für ihren Immobilienbestand. Die Genossenschaften nutzen das Geld hauptsächlich, um Rücklagen aufzubauen und ihre Gebäude in Schuss zu halten. Also sie sind tatsächlich die ihre Immobilien am besten instand halten. Und die Deutsche Wohnen, das haben wir gesehen, nutzt einen großen Teil davon, um es auszuschütten. Ja, das machen die Landeseigenen übrigens nicht. Die Landeseigenen haben schon seit vielen, vielen Jahren kein Geld mehr an den Besitzer, also an die Stadt Berlin oder das Land Berlin, ausgeschüttet. So, und da sind wir jetzt tatsächlich schon bei dem zentralen Ergebnis. Zusätzlich zu dem Satz, die Deutsche Wohnen ist tatsächlich zu Recht in der Öffentlichkeit als größter Eigentümer, aber es gibt Eigentümer, die sind noch sehr viel schlimmer. Ja. Und die Studie besteht ja aus zwei Teilen. Zum einen mal Teil 1 Eigentümerstruktur, Teil 2 Geschäftspraktiken. Und für diese Geschäftspraktiken haben wir 5 Kriterien aufgestellt. Und in allen diesen 5 Kriterien schneidet nicht die Deutsche Wohnen am allerschlechtesten ab, sondern die Heuschrecke. Namen kriegen Sie gleich dazu. Nur einen Satz vorneweg. Herr Zahn, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, ist sich dessen bewusst und sagt im Jahresabschluss 2019, die Deutsche Wohnen ist in Berlin vor Ort präsent und kein anonymer Fonds in einem Steuerparadies.
und redet da eben genau über diesen Fakt, den wir jetzt in der Studie auch belegen. Es gibt tatsächlich Investoren, die sind noch schlimmer als die Deutsche Wohnen. Allerdings hat diese Aussage von Herrn Zahn ein Problem, nämlich, dass diese Fonds im Steuerparadies zu 70% die Deutsche Wohnen besitzen. 70% der Anteile an der Deutschen Wohnen sind in der Hand von Fonds und eben genau diesen Fonds, diesen Heuschrecken in den Steuerparadiesen. Und von daher ist die Deutsche Wohnen vielleicht nicht direkt, aber indirekt eben genau auch so eine Heuschrecke. Was macht jetzt diese Heuschrecken so schlimm? Zum einen ist das die dauerhaft hohe Rendite. Also diese Heuschrecken, diese Investmentfonds, die Private Equity Gesellschaften versprechen ihren Anlegern, egal in welchem Zustand, konstant 10-15% Rendite aus ihren Fonds. Ja, wir haben gesehen, Akelius und Deutsche Wohnenaktionäre lagen tatsächlich sogar noch drüber in den letzten Jahren in Deutschland. Diese Fonds versprechen das aber dauerhaft. Und sie versprechen das, obwohl sie selbst am allermeisten mit ihren Investments verdienen. Man sieht in diesen Fonds, die ziehen teilweise mehr als 50% der Mieteinnahmen als Managementgebühren, nicht für die Investoren, sondern eben für die Eigentümer aus diesen Investmentfonds und gewinnen also immer. Was sie auch noch machen, sie bauen nicht neu, sondern kaufen Bestand und wollen idealerweise nach 4-10 Jahren den Fonds auch wieder schließen und wieder weg sein und also diese Wertsteigerung in dieser Zeit dann heben. Sie steigern ihre Mieten noch sehr viel schneller, also während die Deutsche Wohnen bei 6 Euro noch was ist, gibt es Fonds, die sind mittlerweile schon eher bei 9 oder 10 Euro angekommen im Schnitt, oder vernachlässigen ihre Wohnung und vernachlässigen die Instandhaltung und senken dadurch ihre Kosten, weil ihr Kunde ist anders als bei der Deutschen Wohnen eben nicht der Mieter, sondern der Investor, weil sie sind Vermögensverwalter und eben vor allen Dingen für ihre Investoren da und haben das ganze Geschäft der Vermietung tatsächlich auch ausgelagert. Deswegen hat auch so eine Heuschrecke pro Wohnung ungefähr nur ein Zehntel der Mitarbeiter wie die Deutsche Wohnen. Zusätzlich sind sie intransparent. Ja, die Deutsche Wohnen veröffentlicht einen schönen Geschäftsbericht. Die meisten Fonds machen das nicht. Sie verschieben ihre Gewinne in Steueroasen, zahlen da keine Steuern, erzählen uns nicht, wer ihre Eigentümer sind und haben, wie Herr Zahn das schon auch sagte, eben vor Ort in Berlin keine Präsenz. Und hier sind diese Fonds. Das ist die Top 10 meiner Recherche. Wir hatten ja 2019 schon eine Studie vorgestellt zu den Top 10. Die habe ich jetzt hier rausgelassen. Also ich habe alle 10 bisher bekannten großen Eigentümer abgeschnitten, habe auch die ganzen Genossenschaften raussortiert, die sich in den Top 100 ganz, ganz stark finden, weil sie alle so um die 5.000 bis 10.000 Wohnungen haben. Und dann bleiben genau diese übrig. Das sind die ich bisher rausgefunden habe und deswegen fehlen da bestimmt auch noch einige von den Privaten. Das hat man ja am Anfang in der Zahl gesehen. Aber eben diese Top 10 aktuell sind vor allen Dingen Investmentfonds. Zu Blackstone muss ich gar nicht viel sagen, die standen heute früh in der Zeitung. Im IMW Immobilien AG, die war tatsächlich auch vorher schon bekannt. Wohnen ZBI von der Uni-Immo, das ist der Fonds, von dem ich vorher schon ganz kurz gesprochen habe. Das ist ein sogenannter Publikumsfonds, das heißt, da können tatsächlich auch Kleinanleger investieren und 80% der Fondsanteile sind tatsächlich auch Leute, die weniger als 50.000 Euro investiert haben. Also in irgendeinem Sinne tatsächlich Kleinanleger. Auf Platz 4 in meinen Top 10 kommt die Albert Immo und die Victoria Immo. Das sind eigentlich zwei verschiedene Vermögensverwalter. Aber wenn man in Luxemburg tatsächlich ins Register guckt, stehen hinter beiden Gesellschaften die gleichen drei Anwälte aus Liechtenstein, die wahrscheinlich die gleichen Eigentümer vertreten, die wir bisher trotz intensiver Recherche nicht rausfinden konnten. Schönen Gruß auch an die Oranienstraße 25, wo die Mieter ganz, ganz intensiv nach den Eigentümern hinter diesen zwei Firmen suchen. Über Peers ist auch alles gesagt. Und deswegen nehme ich sie jetzt tatsächlich zu den drei Firmen weiter unten auf der Liste unter der bisher magischen Grenze von 3.000 Wohnungen. Nummer 1, ein Investmentfonds aus Jersey. Jersey hat, oder dieser Investmentfonds Phoenix Spree hat die Profitmaximierung optimiert und ist einer von diesen Heuschrecken. Sie sind 2007 nach Berlin gekommen und haben seitdem 2.537 Wohnungen hier in Berlin und in der Umgebung aufgekauft. Und wenn man sich deren Struktur anguckt, dann sieht man genau das, was ich schon beschrieben habe. Aus den Mieteinnahmen von Phoenix Spree fließen jedes Jahr
10 Millionen, also das war jetzt, sind die Zahlen für 2018, Mieteinnahmen von 18 Millionen Euro, 10 Millionen davon gehen als Managementgebühren an die Manager. Das heißt eben hier mehr als 50% der Mieten, noch bevor irgendwas für Instandhaltung und dergleichen mehr ausgegeben wird, fließt erstmal direkt an die Manager und noch nicht an die Investoren. Die kriegen am Ende trotzdem 10-15%, oder das wird ihnen zumindest versprochen. Jetzt hat Phoenix Spree ein Problem, den Mietendeckel. Und da schreiben sie in ihrem Jahresabschluss tatsächlich auch anderthalb Seiten darüber, wie sie darauf reagieren. Und ihre Antwort ist, wir teilen auf. Das haben sie vorher schon gemacht. Von der Bestand war vorher schon zu 59% aufgeteilt und in Eigentumswohnungen umgewandelt. Jetzt haben sie noch 29% weiter aufgeteilt in einem Jahr. Und vorher haben sie vor allen Dingen leere Eigentumswohnungen verkauft, weil die sich eben für 4.700 Euro und mehr verkaufen lassen. Jetzt haben sie auch einen Vertrag mit Akzentro geschlossen, um auch die vermieteten Wohnungen verkaufen zu können. Sie sind durch ihre Praktiken in den letzten Jahren schon bei 9 Euro pro Quadratmeter angekommen, also weit jenseits von Deutsche Wohnen und Co. Und sie schaffen es jedes Jahr, 11,1% ihrer Wohnungen neu zu vermieten. Wo ich mich frage, wie das möglich sein soll. Ja, wenn man sich so eine Genossenschaft anguckt oder die Landeseigenen, die haben mittlerweile eine Fluktuation von 0,5% oder 1%, weil in Berlin eigentlich keiner umziehen will. Und irgendwie schafft es Phoenix Spree jedes Jahr, 11% seiner Mieter loszuwerden. Also ich denke, das ist nicht alles freiwillig. Und belegen können wir es leider noch nicht genau, aber das ist eine spannende Frage. Und wie jede Heuschrecke, jede gute Heuschrecke sitzt, Phoenix Spree in Jersey mit 0% Steuern, die Investoren sind völlig anonym und Phoenix Spree macht ein bisschen Wohltat, aber macht das in London über ein paar kleine Spenden. Nummer zwei, zu denen sage ich sehr viel weniger und auch zu den drei anderen Beispielen ganz kurz nur. Milliardäre in dritter Generation. Becker und Kries, eine Unternehmensgruppe, die sitzt in Zossen. Deswegen haben die meisten Berliner die wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Denen gehören 2.884 Wohnungen aktuell plus weitere Wohnungen in ganz Deutschland und Gewerbe mit einem Gesamtwert jenseits der Milliarde. Und wie gesagt, das ist in der dritten Generation. Also es ist ein Hamburger Unternehmer, der dieses Unternehmen gegründet hat und mittlerweile schon an die dritte Generation weitergegeben hat. Professionell gemanagt und auch langfristig angelegt. Die sehen den Mietendeckel tatsächlich eher als Chance, auch eben langfristig weiter günstig in Berlin einzukaufen und dieses Vermögen zu steigern und sind auch in Berlin mit Spenden aktiv. Aber auch sie erhöhen ihre Mieteinnahmen, wo sie können und maximieren ihren Profit in der langen Strecke. Über Herrn Siegert stand auch schon sehr viel in der Zeitung. Der ist einer der wenigen, die ich in dem gelben Bereich einsortiert habe bisher, wenn Sie auf der Internetseite gucken. Einer der, die eigentlich in Berlin keine Wohnung besitzen wollen, auch keine Wohnung vermieten wollen, sondern die vor allen Dingen Häuser kaufen im Innenstadtbezirk, die aufteilen und als Eigentumswohnung verkaufen. Herr Siegert hat da vor einigen Jahren auch eine Stiftung sogar extra dafür gegründet, mit dem Ziel, das Eigentum, die Bildung von Wohneigentum in Berlin zu fördern. Und die Zielgruppe dieser Stiftung, so beschreibt er, sind die Schwellenhaushalte, also alle, die noch nicht zu den Multimillionären dazu zählen und die er jetzt überzeugen will, 600 oder 700.000 Euro für eine Eigentumswohnung in Berlin auszugeben. Und diese Arbeit der Eigentumsförderung ist tatsächlich sogar noch gemeinnützig. Und war bisher auch anonym. Herr Ziegert hat, wie gesagt, vor ein paar Jahren angefangen, in Berlin Häuser zusammenzukaufen. Das war damals die PGG Private oder private Grundbesitzvermögen, die diese Immobilien hier angekauft hat. Und bis zu einem Berliner Zeitungsartikel Anfang dieses Jahres wusste keiner, wer dahinter steht, weil Herr Ziegert sich in den bestehenden Registern tatsächlich nicht ordentlich eingetragen hatte und so anonym geblieben ist, vielleicht auch mit gutem Grund. Weil wenn man sich tatsächlich seine Geschäftspraktiken einmal anguckt, dann fördert er nicht Wohneigentum in der Stadt, sondern fördert er vor allen Dingen das seiner Partner und sein eigenes Wohneigentum, weil er kauft Immobilien für 1.000, 2.000 Euro, teilt sie auf und verkauft sie dann für 7.000, 8.000 Euro pro Quadratmeter. Und wie gesagt, das fördert nicht das Eigentum derer, die kaufen, sondern eben vor allen Dingen seins.
Und hier noch als letztes eine ganz spannende Gesellschaft für die Diskussion auch in den nächsten Wochen und Monaten zur Enteignung in Berlin. Die Wohnbau GmbH ist im Besitz einer gemeinnützigen Stiftung, arbeitet selbst aber profitorientiert, baut gerade einen Wohnungskomplex in Berlin mit 124 Wohnungen und hat danach genau 2998 Wohnungen und ist vielleicht ein spannendes Beispiel, was wir dann nochmal diskutieren können, wenn es um Enteignung geht. Dieses und viele weitere Beispiele finden Sie auf unserer Internetseite unter wemgehörtdiestadt.de, wie Stefan schon sagte, mit Ö und mit OE geschrieben, das ist ganz egal. Auf dieser Seite haben wir die vielen Zahlen aus der Studie noch einmal schön dargestellt. Ihr könnt sie also ganz leicht erkennen, was sind die Eigentümergruppen, wer sind die und welchen Anteil besitzen sie an den Wohnungen in Berlin und können dann durch die einzelnen Eigentümer tatsächlich sich durchklicken. Und sie können sogar nach der eigenen Adresse suchen. Und dabei werden sie feststellen, dass wir mittlerweile schon sehr, sehr viele Eigentümer und auch sehr, sehr viele Adressen kennen, aber in vielen Fällen tatsächlich auch noch nicht da zu einem Ergebnis kommen. Und das versuchen wir jetzt einfach mal live. Genau, live funktioniert immer nicht. Also diese Suche führt sie dann zu ihrem Eigentümer oder zu dem Ergebnis, dass wir diesen Eigentümer noch nicht kennen. Und wenn das der Fall ist, zu der Bitte, tatsächlich diesen Eigentümer auch noch nachzureichen. Und damit bin ich fast am Ende. Und will Ihnen nur noch jetzt ganz kurz für meine Nachfolger zwei Sachen mitgeben. Zum einen, mit dieser Studie und mit der Website gehen 2 Jahre Recherche zu Ende. Und ich würde diese Recherche am allerliebsten jetzt abgeben und arbeitslos werden, wenn der Senat in Berlin tatsächlich diese Aufgabe annimmt und mit den schon bestehenden Daten oder im neuen, noch zu machenden Mietenkataster eben diese Transparenz, an der wir jetzt seit 2 Jahren arbeiten, selbst und noch sehr viel besser und strukturell schafft. Und dann würde ich diese Arbeit, die wir heute Abend machen, am allerliebsten eben an das INI-Forum und an die Mieterinnen der Stadt zurückgeben, hier über die Enteignungskriterien zu diskutieren, an jeden einzelnen Mieter auch tatsächlich sich diese Situation, den verrückt gewordenen Finanzmarkt auch am eigenen Haus klarzumachen und eben durch den öffentlichen Diskurs dazu beizutragen, dass wir am Ende dann eine Regulierung haben, die dafür sorgt, dass diese leistungslosen Gewinne fair verteilt werden, dass wir vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft Preislimits bekommen, dass wir wieder mehr bezahlbaren Wohnraum bekommen und dass wir auch eine Regulierung für Eigenbedarfskündigungen, für Share Deals und alles andere, was über Gesetze tatsächlich zu lösen ist, bekommen. Und damit ich eben mich in dieser Zeit nicht langweile, wenn ich diese Arbeit jetzt abgebe, machen wir natürlich trotzdem weiter. Zum einen in Berlin. Ich hatte es Ihnen ja schon kurz gezeigt in der Webseite. Sehen Sie die ersten Ergebnisse, aber diese Webseite ist ein Work in Progress. Wir haben noch mehr als 3000 andere Akteure, die wir bisher noch nicht analysiert und auch noch nicht in diese Website eingepflegt haben. Und ganz bestimmt gibt es auch bei Ihnen zu Hause noch den ein oder anderen Vermieter, den wir nicht kennen, den wir vielleicht noch kennen sollten. Deswegen die Bitte, schauen Sie sich die Website an, gucken Sie, was wir über Ihren Vermieter schon wissen und auch die Bitte an die Mieter und Vermieter dieser Stadt, wenn Sie sich da gerne wiederfinden wollen, melden Sie sich bei uns und wir pflegen diese Seite auch in Zukunft weiter. Und wenn wir dann mit Berlin soweit sind, ist als nächstes Deutschland und im März 2021 dann auch Europa dran. Und dann werden Sie in naher Zukunft auf dieser Internetseite tatsächlich auch Berlin mit anderen Städten vergleichen können. Und dieses Projekt, wie gesagt, ist hiermit noch lange nicht zu Ende. Dieses Projekt hat bisher sehr, sehr viel von den Mieterinnen, von den Aktiven in der Stadt gelebt und wird das auch weiter. Dafür einmal vielen Dank. Und hier die E-Mail-Adresse, mit der Sie auch in Zukunft dazu beitragen können, dass dieses Projekt so erfolgreich ist, wie es bisher schon war. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Christoph Trautvetter auch für die langjährige, gute und vor allen Dingen auch sehr ertragreiche und erfolgreiche Zusammenarbeit an dem Projekt. Wenn man jetzt so seit einem Monat am Ostbahnhof an unserem Neubau der Stiftung unverkennbar durch die rote Außenfassade und die großen X-Delen vorbeigeht, dann sieht man ein Banner, das wir angebracht haben, keine wahre Stadt. Das ist ein Statement der Rosa-Luxemburg-Stiftung und es ist zugleich ja auch unser politischer Ansatz. Denn wir setzen uns nicht nur mit dem Projekt, aber vor allem damit gegen die Kommerzialisierung und gegen die Finanzialisierung von Städten ein. Das ist für uns ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit und ich glaube, das ist jetzt auch schon deutlich geworden, aktueller denn je. Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Und spätestens seit dem Inkrafttreten des UN-Sozialpaktes 1976 haben alle Staaten die Pflicht, das Recht auf Wohnen auch in die Realität umzusetzen. Und dabei geht es nicht nur um Wohnen schlechthin, sondern es geht um ausreichenden Wohnraum und es geht um bewohnbare Wohnungen. Und es geht darum, dass der Zugang zu Wohnraum allen offen steht und damit eben auch Wohnraum bezahlbar ist. Die Realität erleben viele Mieterinnen und Mieter allerdings seit vielen Jahren auf eine andere Art und Weise. Wohnen ist für eine wachsende Zahl von ihnen ja kaum noch bezahlbar, ohne dass sie andere Grundbedürfnisse, die sie haben, wie Ernährung oder Gesundheit, einschränken müssen. Und in der Bundesrepublik wendet die Hälfte aller als arm klassifizierten Haushalte mehr als 40% ihres Einkommens allein für das Wohnen auf. Es gibt in der Europäischen Union nur zwei Staaten, wo dieser Anteil höher ist. Das sind Bulgarien und Griechenland. Berlin und andere Großstädte haben in den letzten 10 Jahren schon Mietsteigerungen von mehr als 150% erlebt. Und auch das hören wir täglich. In der Folge werden Menschen aus ihren Wohnungen verdrängt und die Gentrifizierung setzt sich durch. Die Stadtbevölkerung wird täglich damit konfrontiert, dass Städte und auch Regionen Selbstbedienungsläden aggressiver Investoren sind, dass diese Investoren riesige Geldmittel zur Verfügung haben und dass sich Immobilien möglichst schnell und möglichst hoch rentieren müssen. Das wirkt sich natürlich auf die Höhe der Mieten von Wohnraum, aber eben auch auf die Höhe der Miete von Clubs, von Räumen, die politisch und kulturell genutzt werden, aus, auf Zugänge insgesamt in der Stadt. Und oft wissen Mieterinnen überhaupt nicht, was vor ihrer Haustür vor sich geht, wem ihr Wohnhaus gehört, wer von ihrer Miete profitiert, welche Rolle Investoren und institutionelle Anleger beim Kampf um diese Räume in der Stadt haben. Dieses Nichtwissen macht es Mieterinnen einerseits oft sehr schwer, sich gegen diese Verdrängung zu wehren, und politischen Akteuren macht es auf der anderen Seite sehr schwer, entsprechende politische Gegensteuerungsmaßnahmen auch umzusetzen. Die Rosa Luxemburg will an dieser Stelle eine gesellschaftspolitische Debatte befeuern. Wir haben sie schon losgetreten. Wir wollen sie auch in der Zukunft stärker befeuern. Wir wollen die Debatte darüber befeuern, wem der Raum in der Stadt, wem die Städte gehören. Und ich glaube, wir haben mit unserem Statement die Antwort schon gegeben. Mit dem Statement keine wahre Stadt. Die Städte gehören uns. Sie gehören allen. Das Projekt Wem gehört die Stadt unterstützt Politikerinnen, Journalistinnen, Mieterinnen bei der Suche nach Eigentümerinnen von Immobilien, bei der Analyse wirtschaftlicher Zusammenhänge und zeigt auch, wie das Streben von Investoren nach maximaler Rendite Ungleichheit in einer Gesellschaft produziert und letzten Endes auch die Stadtgesellschaft aushöhlt und untergräbt. Und es unterstützt am Ende auch dabei, sich zu vernetzen und sich gemeinsam zur Wehr zu setzen. Nach dem Motto Wissen ist die Basis allen Kampfes haben wir eine Analyse zur Verfügung gestellt über das Geschäftsgebaren, über die Firmenstrukturen von institutionellen Anlegern, von Immobilieneigentümern. Und diese Informationen werden, das wird auch in Zukunft so sein, das hat der Christoph gerade angekündigt, für Akteure aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, zugänglich gemacht. Und dienen ihnen damit als Basis, eine politische und eine wissenschaftliche Debatte zu führen und vor allen Dingen auch als Wissensbasis für interessierte und betroffene Mieterinnen und Mieter. Aber natürlich wollen wir auch betroffene Mieterinnen und Mieter oder auch Nutzer von Räumen, von Clubs, von kulturellen Einrichtungen ja selbst ermächtigen, sich das notwendige Wissen
zu verschaffen, um zu intervenieren und in ihren Interessen, aber auch in den Interessen der Stadt sich zur Wehr zu setzen. Denn oft müssen Mieterinnen viel Kraft und Energie einbringen, um sich damit auseinanderzusetzen, wer eigentlich der Eigentümer ihrer Immobilie ist und der Immobilie, in der sie wohnen. Und sie schaffen es als aus eigener Kraft oft nicht, kommen nicht zum Ziel. Und gleichzeitig sind Journalistinnen und Politikerinnen mit den komplexen Strukturen, die ja eben auch beschrieben wurden, überfordert und sind institutionellen Investoren und deren Gebaren ausgesetzt. Und Ihnen allen helfen wir als Stiftung, wir helfen Ihnen mit Workshops, wir helfen Ihnen damit, das Rüstzeug an die Hand zu geben, sich dieses Wissen zu verschaffen und das, was wir als eine Analyse zur Verfügung stellen, auch zu vervollkommnen, weiterzuentwickeln. Die Betroffenen lernen, sich selbst Daten und Informationen zu verschaffen und sie verstehen dann auch die wirtschaftlichen Hintergründe dessen, was vor ihren Augen passiert. Das bietet eine gute Grundlage für ja einen weiteren wichtigen Teil dieses Projektes, wem gehört die Stadt, nämlich einen Raum zu bieten für Bündnisse, für Interessenvereinigungen, sich zu verbünden und gemeinsam zu kämpfen. Denn die Erfahrung zeigt ja auch, gerade hier auch in Berlin, dass Auseinandersetzungen nur in gemeinsamen Bündnissen gewonnen werden können. Und damit unterstützen wir im Rahmen dieses Projektes auch den Austausch. Wir organisieren den Austausch. Wir organisieren den Austausch zwischen Bündnissen wie unter anderem dem Bündnis Recht auf Stadt, dem Berliner Mieterverein, dem Deutschen Mieterbund und natürlich nicht zu vergessen und auch ganz wichtig der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und wir arbeiten mit Organisationen wie Korrektiv und Lobbykontroll zusammen. Ziel ist natürlich, ich glaube, das ist über die Jahre deutlich geworden und auch nochmal über die Vorstellung von Christoph Drautvetter des Projektes, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass wir alle uns unsere Städte und unsere Räume zurückerobern. Und das Projekt Wem gehört die Stadt soll ein wesentlicher Beitrag hier in Berlin, aber möglicherweise in der Zukunft auch in anderen Städten sein. Das Projekt ist ja in Berlin initiiert worden, es ist in Berlin entstanden, es ist in Berlin gewachsen und bildet gerade hier in Berlin einen ganz wichtigen Teil für die gesellschaftspolitische Debatte. Und deshalb freue ich mich, nach mir Carsten Schatz, den Fraktionsvorsitzenden der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, hier begrüßen und ankündigen zu dürfen, der ja zur Bedeutung des Projektes, des Themas für die Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus zweifelsohne auch noch viele wichtige und wichtige Dinge ausführen kann. Danke. Ja, vielen Dank, Daniela Trochowski. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Erstmal vielen Dank an Christoph Drautvetter, den Autoren der Studie. Und Daniela hat ja schon gesagt, ich will was sagen, weshalb die Studie für uns als Linksfraktion im Abgeordnetenhaus wichtig ist. Wem gehört die Stadt, haben wir 2016 gefragt, als wir in den Wahlkampf gezogen sind. Und wir haben diese Frage gestellt, um Menschen in Aktion zu bringen, um mit uns zusammen die Stadt zurückzukämpfen. Von denen, die sie besitzen. Und damals wussten wir es noch nicht so genau, wir hatten Ahnung, aber diese Studie gibt Antworten auf die Frage. Und ich kann Ihnen sagen, in dem Prozess, in dem Weg, auf den wir uns da begeben haben, sind auch viele Abgeordnete von uns und unter anderem meine Kollegin Gabi Gottwald an Grenzen gestoßen, als sie Grundbuchauskünfte haben wollte und auch vor Berliner Gerichten verloren hat in der Auseinandersetzung diese Grundbuchauskünfte über Eigentümerstrukturen im Berliner Immobiliensektor zu bekommen. Und deshalb ist diese Recherche auch aus unserer Sicht für uns als Parlamentarierinnen enorm wichtig, damit wir die Strukturen am Wohnungsmarkt und die dahinterliegenden Strategien besser sehen können und sichtbar machen können. Weil es kommt darauf an, tatsächlich wirtschaftliche und finanzielle Macht auf privater Seite sichtbar zu machen, damit man sich mit ihnen wirksam auseinandersetzen kann. Die werden nämlich vielfach, und wir haben es gehört, an vielen Beispielen verschleiert. Für Mieterinnen und Mieter ist es natürlich oft wichtig, damit sie wissen, wem ihre Wohnung gehört. Und zwar nicht nur auf der Briefkastenfirma, die sie kennen, sondern wer dahinter steht, wer die wirtschaftlich Berechtigten sind. Und es kann ihnen auch dabei helfen, und da hat Daniela Trochowski zu Recht darauf hingewiesen, sich zu vernetzen, zu organisieren
und auch Gegenwehr zu leisten, wenn es notwendig ist. Zwei Aspekte will ich noch nennen, die auch für uns in der parlamentarischen Arbeit notwendig sind. Es geht erstens in einem steuerlichen, finanziellen Teil natürlich immer darum, auch nachverfolgen zu können, wie Geldströme verlaufen in dieser Gesellschaft, wie Steuern vermieden werden über Steueroasen. Wir haben von den Kanalinseln gehört. Und natürlich auch die Sichtbarmachung der sogenannten Share Deals, die ja dazu dienen, Steuern zu vermeiden. Und ich glaube, da brauchen wir die Daten, um tatsächlich regulierend eingreifen zu können und die Debatte da in der Gesellschaft politisch nach vorne zu bringen, weil auch an dieser Stelle gehört, regulierend eingegriffen muss fair und ordentlich besteuert werden. Und natürlich, auch die Vermutung liegt manchmal nahe, dass es auch darum geht, Strukturen offen zu legen, die manchmal auf der Geldwäsche dienen. Und da rede ich jetzt nicht so von dem, was wir so üblicherweise als die Mafia oder Clankriminalität bezeichnen. Auch das wird es da sicher geben, aber das ist nicht das große und eigentliche Geschäft, was da verdeckt stattfindet. Aber vielfach wissen wir es nicht. Und deshalb sind solche Studien enorm wichtig, weil sie machen sichtbar, was dort eigentlich läuft. Und Christoph Trautvetter hat es angesprochen, für diese Dinge wäre eigentlich ein Register für alle sinnvoll, aus dem jedermann sehen kann, wer die eigentlich wirtschaftlich Berechtigten bzw. Begünstigten sind, die hier Immobilieneigentum haben. Gleichzeitig ist das aber ein Megaprojekt. Da gibt es noch viele Hürden auf Bundesebene, die wir aus dem Weg räumen müssen. Und die politischen Debatten dazu müssen wir führen. Und klar, die Eigentümerseite hat natürlich da kein Interesse daran. Das wird ein Kampf werden, den auch wir gemeinsam führen müssen. Ich will noch ein Argument anführen, wo jetzt einige sagen werden, oh, das ist wahrscheinlich eher ein wirtschaftsliberales. Aber in seiner Einführung hat Christoph Trautvetter darauf hingewiesen, die landeseigenen Wirtschaftsunternehmen und viele Genossenschaften sind sehr transparent. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften verpflichten wir sogar auf Transparenz. Auf der anderen Seite haben wir es mit privaten Eigentümern zu tun, denen Transparenz total fremd ist. Das Argument, worauf ich hinaus will, ich finde, es ist ein Gebot wirtschaftlicher Fairness, dass auch die privaten Eigentümer hier an der Stelle transparent gemacht werden, damit die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften an dieser Stelle und die Genossenschaften keinen wirtschaftlichen Nachteil haben. Das, finde ich, ist unfair an dieser Stelle. Insofern, wem gehört die Stadt, heißt diese Studie, der Kampf darum, dass sie nicht denen gehört, die leistungslose Einkommen in Steueroasen verschieben, der ist noch nicht beendet. Den fangen wir gerade erst an. Und insofern freue ich mich jetzt, übergeben zu können an Ruth Bitter-Heeri vom Initiativenforum und einer der Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Dankeschön und vielen Dank an sowohl die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Allgemeinen und auch an Christoph und seinem Team im Speziellen für diese Studie. Es gab ja eine Vorstudie, das war vor anderthalb Jahren etwa. Das hat schon uns einige wertvolle Informationen gegeben. Diese Studie nun ist ja viel detaillierter. Und als ich die Vorabversion lesen durfte, da habe ich mindestens jedes Mal auf jede Seite zwei, dreimal Aha, Oho gesagt, weil da bestimmte Verdachtsmomente, die wir hatten, schon durch die Arbeit in den letzten Jahren, dann jetzt auch unterlegt worden sind, genau mit genauen Zahlen, mit Vergleichen und auch mit Quellenangaben. Das ist eine Arbeit, so eine Studie zu erstellen, die wir so als Mieterinitiativen nicht leisten können. Nicht in dieser Ausführlichkeit und auch nicht über so einen langen Zeitraum, weil es ja immens arbeitsaufwendig ist. Deshalb zeigt sich, dass eine Zusammenarbeit der kritischen Wissenschaft mit der Bewegung, mit der realen Bewegung, die es in der Stadt und in vielen anderen Städten in Deutschland gibt, so wertvoll sein kann, wenn sie aufeinander gut, sozusagen miteinander gut verzahnt ist. Und das war bis jetzt so, also die Vorstudien, aber auch andere Arbeiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung waren immer auf die Bedürfnisse der Bewegung, der Mieterinnenbewegung in Berlin, aber in anderen Städten auch bezogen und auch relativ aktuell die Entwicklungen aufgenommen, antizipiert und auf sie reagiert.
Ich will jetzt nur ein kleines Beispiel nennen, weshalb diese Studie wichtig ist. Nennen vielleicht nachher noch ein, zwei weitere Beispiele, aber was ganz Einfaches. Also eine Tabelle, die es da gegeben hat, wo die Verhältnisse in Berlin, was die großen institutionellen Anleger und Firmen angeht, im Vergleich zu anderen Städten. Ich wusste, wie es in München aussieht in etwa, aber es sind jetzt noch mal mehr Städte in eine einfache, aber sehr aussagekräftige Tabelle aufgeführt, dass in Berlin diese großen Immobilienfirmen etwa einen doppelt so hohen Anteil am Immobilienmarkt haben wie München zum Beispiel oder Hamburg. Und deshalb ist auch das eine relativ einfache Antwort auf die Frage, warum gerade in Berlin diese Bewegung gegen die großen Immobilienfirmen, unter anderem die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, so stark ist, weil sie einfach eine andere Rolle spielen. Und warum wir da Vergesellschaftung fordern, weil diese große Immobilienfirmen eben eine bestimmende Faktor auf dem Wohnungsmarkt sind, wie in keiner anderen Stadt. In anderen Städten spielen sie auch große Rolle, aber in Berlin sind sie viel mächtiger. Und diese Fragen, die Grundlage für unsere weitere Arbeit auch bilden können, beziehungsweise diese Antworten auf unsere Fragen, sind auch wichtig, um einen Mythos zu durchbrechen, was gerne von der Immobilienlobby Lobbyisten aufgebaut wird. Christoph Trautwetter hat das ja vorhin erwähnt. Es geht hier nicht bei Regulationen wie Mietendeckel, aber auch Mietpreisbremse oder andere Fragen um den kleinen armen Vermieter, der jetzt nur zwei Wohnungen hat. Christoph Trautwetter hat vorhin gesagt, auch schon bei zwei Wohnungen ist man Millionär, aber nur zwei oder drei oder vier Wohnungen hat, sondern der Großteil der Vermieterinnen und Vermieter ist jenseits dieser Grenze. Und auch wenn man nur zwei, drei, vier Wohnungen hat, kann man gut diese Wohnungen durchfinanzieren mit den normalen Mieten, ohne von Mietendeckel wirtschaftlich ruiniert zu werden, zum Beispiel. Wir stoßen in vielen unseren Aktivitäten an so eine Art Grenze, die es manchmal offiziell gibt, manchmal aber auch inoffiziell, was Informationsbeschaffung angeht. Die Grundbücher sind nun mal in Deutschland nicht öffentlich. Warum eigentlich nicht, fragt man sich. Bei vielen anderen Fragen ist Öffentlichkeit gegeben. Und in anderen Ländern wie Schweiz oder Österreich gibt es auch die Öffentlichkeit der Grundbücher. Aber es gibt natürlich ein Interesse daran, dass bestimmte Praktiken und bestimmte Besitzverhältnisse im Verborgenen bleiben, damit man in der Öffentlichkeit den Eindruck vermitteln kann, dass Wohneigentum eigentlich über größere Schichten der Bevölkerung verteilt ist, was ja tatsächlich nicht der Fall ist. Und auf der anderen Seite gibt es manchmal auch inoffizielle Grenzen, die auch dadurch bedingt sind, dass wir begrenzte Ressourcen und Kapazitäten haben und nicht in der Lage sind, eben eine akribische Recherche auch teilweise auch über öffentliche Datenbanken über Jahre zu führen und teilweise auch an Kosten scheitern. Kleine Initiativen haben eben auch die finanziellen Ressourcen dafür nicht. Und jedes Mal, wenn wir es aber schaffen, manchmal auch in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, kommen Informationen an die Öffentlichkeit, ans Licht, die uns auch ermöglichen, politisch anders Druck aufzubauen. Wie zum Beispiel jetzt gerade die 130 Häuser, die an die Gesellschaft Heimstaden verkauft werden, eine schwedische Gesellschaft mit einem Eigentümer aus Norwegen, gehörten vorher größtenteils eine Firma namens Gabriel International, war uns auch in dieser Größe nicht bekannt und das ist durch Recherche zutage gekommen. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch rechtzeitig erfahren, zum Beispiel, dass Gabriel International die Häuser an Heimstaden verkaufen will und konnten dann bei der Organisation und Organisierung der Mieterinnen und Mieter von diesen betroffenen Häusern rechtzeitig anfangen, um in den politischen Prozess einzugreifen. Mit so einer Datenbank, was jetzt zur Verfügung steht, sind solche Sachen viel einfacher. Also die Arbeit, die wir vorher reingesteckt haben, wird viel geringer und so haben wir freie Kapazitäten für andere notwendige Aktivitäten.
diese Großstudien können nur eben größere Organisationen und Wissenschaftsinstitutionen finanzieren. Das hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr gut gemacht. Und ich freue mich auch, dass es ausgeweitet wird, weil es natürlich nicht nur um die Situation der Mieterinnen und Mieter in Berlin geht, sondern auch in vielen anderen Städten. In den meisten Großstädten in Deutschland stehen die Mieterinnen und Mieter unter Druck. Und wir haben vergleichsweise in Berlin eine privilegierte Situation, was die Stärke der Mieterinnenbewegung angeht. Also davon träumen viele Aktivisten in anderen Städten. Zusätzlich zu diesen Großstudien gibt es auch kleinere Recherchen. Und da haben wir versucht, in den letzten Jahren eine Struktur in Berlin aufzubauen. Das Initiativenforum Stadtpolitik, iniforum-berlin.de, über diese Webseite erreichbar, wo wir kleinere Recherchen für die Mieterinitiativen durchführen. Davon eine Menge jetzt wahrscheinlich ab demnächst über diese Webseite, werden diese uns diese Webseite sozusagen auch als Instrument ein bisschen aneignen. Aber auch in anderen Bereichen versuchen wir, Mieterinitiativen zu helfen, wie zum Beispiel gerade aktuell bei der Organisierung der Mieterinnen und Mieter aus diesen Heimstatenhäusern. Wir stellen da auch eine digitale Infrastruktur für die Mieterinnen und Mieter zur Verfügung, Webseitenaufbau etc. Wenn das langfristig miteinander verzahnt wird, also große Recherche über solche Institutionen wie unsere Luxemburg-Stiftung, kleinere Recherche über solche Institutionen wie das Initiativenforum, dann haben die Mieterinnen und Mieter, die aktiv werden wollen, eine Infrastruktur, wo sie dann zwar immer noch nicht auf Augenhöhe mit der Immobilienlobby, weil da natürlich andere Dimensionen an Geld und Ressourcen zur Verfügung stehen, aber zumindest eine Stufe weiter sind, um diesen ungleichen Kampf zu führen. Ungleiche Kampf meistens, weil wenige Mieterinnen und Mieter, die vereinzelt um ihre eigenen Häuser, bestenfalls um ein paar Häuser kämpfen, mit einer riesigen, mächtigen Maschine auf der anderen Seite konfrontiert sind, die auch großen Einfluss auf viele politische Parteien hat. Daher in diesem Sinne vielen Dank nochmal für die Arbeit. Ich hoffe, dass die Arbeit weitergeht, wie es schon angedeutet wurde, und über Berlin hinaus auch weitergeht, weil es eigentlich am Ende um eine bundesweite Bewegung der Mieterinnen und Mieter geht, die um ihre Häuser und ihre Städte kämpfen.